Fans und Freunde der WNA, heute zu einem Vlog-Spezial anlässlich des Dotto-Cup-Finales. Ja, wir sind alle natürlich schon recht gespannt und ich freue mich auch schon sehr heute Abend im Ernst-Happel-Stadion, wenn das Match losgeht gegen die Elektra-Buben. Ja, hoffentlich geht alles gut, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, obwohl Elektra sicherlich auch ein harter und würdiger Gegner ist für dieses Cup-Finale, aber ich denke, könnten wir schaffen und beziehungsweise werden wir natürlich unsere Kampfmannschaft tatkräftig und lautstark unterstützen. So, ich bin jetzt gerade unterwegs zu den Vienna-Fans. Wir treffen uns einmal zusammen bei eher, sagen wir mal, bescheiden, aber britischen Wetter. Ja, hoffentlich ist die Stimmung schon mal ganz gut. Und ja, dann anschließend werden wir uns ins Happelstadion aufmachen. Dann beginnt das Match und dann startet die Mission Europa Cup. Warum nicht? Auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr im Unica Cup spielen, was auch eine gute Publicity ist für unsere Vienna. Und heuer natürlich, anlässlich des Geburtstages natürlich allzu würdig. Also es würde mich sehr, sehr freuen, wenn es klappt. Gut, meine Lieben, also machen wir uns mal auf den Weg zu den Vienna-Fans. Kommt mit und schaut sich das an. Cup an Vienna. Jetzt endlich im Stadion angekommen, schöner Fußmarsch da vom Prater runter. Ja, Stimmung ist ja schon mal ganz gut. Ich hoffe, ihr hört mich halbwegs. Ja. Zuschauer beim Stadion aus. Bei einem Dotto-Cup-Finale, aber kein Problem für uns. Heute die Stimmung, die macht die Vienna und hoffentlich gibt es ein gutes und ganz spannendes Finalspiel im Dotto-Cup. Stimmung ist schon mal ganz in Ordnung. Einige Vienna-Fans da, ich glaube, wir stellen überhaupt die größte Mannschaft und die größte Fangemeinschaft da. Ja, schauen wir uns das Match an. Ich glaube, das kann ganz spannend werden gegen Elektra. Also, kommt's mit! Halbzeit im Ernst-Happel-Stadion. Leider Gottes liegen wir 0:2 hinten. Ja, kein allzu attraktives Match von unserer Vienna. Keine Ahnung, vielleicht haben sie ein bisschen zu viel Respekt vor dem Platz. Aber zweite Halbzeit, Vollgas. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch voll und dann jubeln wir. Also, meine Lieben, Daumen halten, weiter mitschauen und kommen Vienna.